Achtung, Gelbgefahr! Es gibt einige Lebensmittel, die lassen unsere Zähne einfach schneller vergelben als andere und über die spreche ich heute in diesem Video. Wir alle wollen schönes, weißes Lächeln haben und dieses schöne, weiße Lächeln wollen wir, solange es geht, natürlich auch behalten. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber es gibt so ein paar Lebensmittel, die lassen unsere Zähne einfach schneller gelb werden als andere. Und genau über diese Lebensmittel spreche ich heute in diesem Video, damit wir diese Lebensmittel halt nicht so oft konsumieren und nicht zu viel konsumieren, damit wir halt, solange es geht, auch ein schönes, strahlend weißes Lächeln behalten. Kurze Info noch vorab, es gibt Verfärbungen von außen als auch von innen heraus. Und wir sprechen von äußeren Verfärbungen, wenn zum Beispiel sich einfach Farbstoffe von Lebensmitteln auf unserem Zahnschmelz ablegen. Wenn wir von inneren Verfärbungen sprechen, dann sprechen wir zum Beispiel davon, dass zum Beispiel ein Zahn kaputt ist, zum Beispiel die Zahnwurzel kaputt ist und der Zahn sich aus dem Grund von innen verfärbt. Wenn du zum Beispiel als kleines Kind mal geradeaus gegen die Wand gelaufen bist und dein Vorderzahn zum Beispiel die Zahnwurzel kaputt ist, dann kann es unter Umständen sein, dass dein Zahn sich von innen heraus verfärbt. Das sind zwei verschiedene Dinge. Erstes Lebensmittel sind säurehaltige Fruchtsäfte, wie zum Beispiel Tomatensaft oder aber auch Orangensaft. Säurehaltige Getränke, wie zum Beispiel diese Fruchtsäfte, greifen unseren Zahnschmelz an und führen zu Verfärbung. Durch die enthaltene Säure wird zuerst nämlich der Zahnschmelz aufgeraut und dann lagern sich die Farbstoffe aus den Säften ganz einfach auf unseren Zähnen ab. Da diese Säfte außerdem eine Menge Zucker enthalten, steigt natürlich auch das Risiko von Karies. Das solltest du auch an dieser Stelle im Hinterkopf haben. Zweitens. Auch Alkohol verfärbt natürlich unsere Zähne, respektive die intensiven Farbstoffe von zum Beispiel Rotwein können natürlich unsere Zähne sehr stark verfärben. Die Säure des Weins raut die Zahnoberfläche nämlich ebenfalls an, sodass die Oberfläche folglich besonders aufnahmefähig ist für Farbsegmente des Weins. Und wer jetzt denkt, ach, weißt du was, dann verzichte ich halt auf Rotwein, nehme ich doch einfach Weißwein, der hat an dieser Stelle falsch gedacht. Denn Weißwein verfärbt die Zähne sogar noch doller und intensiver als Rotwein. Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, dass Weißwein wesentlich mehr Verfärbung verursacht, denn Weißwein löst mehr Calcium aus tiefer gelegenen Zahnschichten als Rotwein und führt so trotz der stärkeren Farbstoffe des Rotweins zur intensiveren Verfärbung. Heißt Leute, am besten den Weinkonsum so gut es geht einfach nach unten schrauben oder einfach ein bisschen schorlieren, anstatt das Ganze pur zu trinken. Drittes Lebensmittel, welches Zähne schnell verfärbt, ist Balsamico-Essig. Balsamico-Essig wird natürlich in vielen verschiedenen Gerichten verwendet und auch auf Salaten verwendet und ich mag das auch sehr gerne. Aber tatsächlich ist es so, dass Balsamico-Essig zu fleckigen Verfärbungen führen kann aufgrund der intensiven Farbstoffe. Und außerdem ist es so, dass bei zu häufigem Verzehr von Balsamico-Essig dieser dementsprechend auch unseren Zahnschmelz angreifen kann und das zu Zahnerosion führen kann. Und das wollen wir dementsprechend natürlich gar nicht. Also einfach den Verzehr von Balsamico-Essig ein bisschen reduzieren und wenn du zum Beispiel auch gerne Salate isst, dann versuch einfach zum Beispiel auf Joghurt-Dressing zurückzugreifen oder einfach ein anderes leichtes Dressing, sodass deine Zähne nicht so schnell vergeben. Viertens, Softdrinks wie Cola, Fanta, Sprite machen nicht nur Balla Balla Bright, sondern lassen natürlich auch unsere Zähne schneller vergeben und schädigen auch nachhaltig unsere Zähne. Und das wollen wir natürlich gar nicht. Aber es ist natürlich so, dass in diesen Softdrinks einfach super viel Zucker drin ist. Und aus dem Grund schädigt das natürlich unsere Zähne und kann natürlich auch zu Karies führen. Die meisten dieser Getränke haben nämlich nicht nur einen großen Zuckeranteil, sondern haben auch einen großen Farbstoffanteil, die wiederum zu gelblichen Zahnverfärbungen führen und natürlich, wie gesagt, auch unsere Zähne schädigen. Und auch Eistee führt natürlich zu Verfärbung, allerdings nicht zu gelblichen Verfärbungen, sondern zu bräunlichen Verfärbungen. Eistee wird nämlich aus schwarzem Tee hergestellt und die schwarzen Farbsegmente aus dem schwarzen Tee bleiben sehr leicht an unseren Zähnen haften. Also Leute, Softdrinks einfach weglassen und mehr Wasser trinken ist gesünder und schadet den Zähnen nicht. So, und da sind wir auch schon bei den heißen Getränken. Und zwar bei Tee und bei Kaffee. Ich habe es gerade schon angesprochen, gerade zum Beispiel bei schwarzem Tee ist es so, dass die intensiven Farbstoffe vom schwarzen Tee sich super leicht auf unseren Zähnen ablagern. Das gleiche Spiel gibt es natürlich auch bei den allumliebten Kaffee, den wir gerne jeden Morgen trinken. Da ist natürlich das gleiche Spiel der Fall. Heißt, die Farbstoffe aus solchen Getränken lagern sich natürlich sehr leicht auf unseren Zähnen ab. Das heißt, wenn wir davon viel trinken, schneller gelbe Zähne bekommen. Und da mache ich immer so ein kleines Mindgame für mich selber. Was passiert, wenn du eine Tätigkeit tagtäglich tust? Sagen wir mal, du gehst jeden Tag
8 Kilometer joggen. Ja, dann bist du auf jeden Fall fit. Und gehen wir jetzt mal davon aus, du bist 16 Jahre alt und du startest damit, Kaffee oder schwarzen Tee zu trinken. Und machst das tagtäglich. Du trinkst jeden Tag eine Tasse Kaffee oder jeden Tag eine Tasse Tee, seitdem du 16 bist, und machst das über 20 Jahre hinweg. Dann hast du nach 20 Jahren 7300 Tassen Kaffee oder Tee getrunken. Und meinst du nicht auch, dass 7300 Tassen Kaffee oder Tee deine Zähne verfärben? Aber ganz sicher. Liebst du auch die asiatische Küche? Oh Mann, ich liebe asiatische Küche. Nicht nur aus dem Grund, weil es super gut schmeckt, sondern weil es auch noch gesund ist. Das Problem allerdings an der asiatischen Küche ist folgendes. Bei der asiatischen Küche werden einfach sehr viele intensive Gewürze verwendet, wie zum Beispiel Curry, Safran, Kurkuma oder auch zum Beispiel Soja. Und diese intensiven Gewürze haben eine hohe Anzahl an Pigmenten, die einfach so einen Farbfilm auf unseren Zähnen hinterlassen, den wir da nicht haben wollen. Und wenn du auf asiatische Küche auch nicht verzichten möchtest und auch super gerne asiatische Küche isst, dann mein Tipp an dieser Stelle, versuch einfach, während du zum Beispiel asiatisch isst, auch viel Wasser zu trinken. Somit kannst du nämlich die Farbpigmente einfach ein bisschen mehr wegspülen von deiner Zahnoberfläche und somit ist die Gefahr nicht so groß, dass diese Gewürze deine Zähne halt schnell verfärben. Last but not least, Leute, Nikotin. Nikotin ist zwar kein Lebensmittel, ja, brauchst du nicht direkt drauf aufhängen, aber für manche Leute gehört einfach Nikotin bzw. die Kippe am Morgen zum Morgen dazu wie das Butterbrot. Von daher wollte ich das an dieser Stelle auch einfach nochmal mit aufnehmen, denn Nikotin ist halt so, umso öfter, umso länger und intensiver du rauchst, umso stärker sind natürlich auch die Verfärbungen auf deinen Zähnen und gerade Tabakrauch ist sehr intensiv und führt einfach zu bräunlichen Verfärbungen, die keiner von uns haben möchte und grundsätzlich wissen wir alle, Rauchen ist nicht nur schädlich für deine Zähne, sondern kann auch tödlich sein. Von daher kann ich euch nur empfehlen, allen da draußen, die aktuell vielleicht noch am Rauchen sind, einfach mit dem Rauchen aufzuhören und die Finger von den Glimmstängeln zu lassen. So Leute, ihr sollt jetzt nicht aufhören, eure Lieblingsspeise zu essen oder keinen Kaffee oder keinen Tee oder keine Cola oder keine Fanta mehr zu trinken, sondern ihr solltet einfach im Hinterkopf haben, dass solche Lebensmittel einfach eure Zähne schneller vergilben und du dann einfach nicht mehr so lange ein schönes weißes Lächeln hast. Und wenn du das im Hinterkopf hast, dann kannst du einfach versuchen, im Laufe der Zeit einfach so den Verzehr von diesen Lebensmitteln einfach so ein bisschen zu reduzieren, damit du einfach länger ein schönes weißes Lächeln hast. Und ich meine, das wollen wir am Ende des Tages irgendwie alle haben. In diesem Sinne wünsche ich euch wundervolle, schöne weiße Zähne. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.